Ach, vielleicht kommen wir von der Seite eher rüber. Oh, das sieht ja auch toll aus hier mit der Brücke. Und diesen Titanen, die die halten. Cool. Also diese Frostwiedergänger, die sind sehr, sehr stabil. Da beiße ich mir jedes Mal einen Zahn aus. Ein Wunder, dass ich noch welche habe. Vom Blitz getroffenes Abzeichen. Okay. Stimmt, irgendwie so ein Resi-Dingens. Ja, und ich bin zu faul zu gucken, was es ist. Machen da noch irgendwas? Oh! Ein Geheimgang. Ja, aber das ist auch eigentlich gut sichtbar, wenn da hier oben, wenn man diesen Bogen hier sieht, wenn man genau guckt. Ich warte schon immer drauf, das kommt gepäckvoll. Seht euch das mal an. Ich glaube, jetzt porten wir erstmal. Mal gucken, haben wir da was Spannendes dabei? 206 Rüstung. Aber nicht allzu viel coole Stats. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Hellebarde da angucke und den Schaden, dann weiß ich, dass meine Falkenklaue eigentlich auch schon ziemlich mau ist. Hier würde mir nur noch die Konstitution fehlen. Ich tue jetzt da oben auch keine Punkte verteilen, weil ich warte drauf, dass ich was Cooles kriege, dass ich dann entsprechend die Punkte schön verteilen kann. Nein, das ist ganz dumm. Ineffizient. So vielleicht. So. Ja, da geht's mal hier hoch. Eisernes Beil, aber das ist, glaube ich, ein kleines, ja. Kein Zweihänder. Vielleicht kann ich auch mal bei einem normalen Händler. Ah, da ist sie ja. Die Romina. Ich muss mal wieder ein bisschen auf mein Leben gucken. Ich denke mal, oh ja, ist ja easy. Und dann wusch, 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 wusch. Leben null. Ich habe gerade auch meine Tastatur so blöd weit stehen, wegstehen haben. Und wenn ich dann schnell, ja, zum Beispiel jetzt, einen Heiltrank trinken will, dann bin ich zu spät dran. Ach, ich habe das absichtlich gemacht. Ich wollte endlich mal verkaufen gehen. I'll give you a good price on what I've got left. Oh, weg damit. Einhand- und Ballerwaffen. Es ist alles nur blödes Zeug, was ich da kriege. Mehr Erfahrung, Elementarwiderstand. See you around. Got something you need stashed? Ja, du darfst das hier noch in Verwahrung nehmen. Und das tun wir da rein.
nur noch 3 Dynamit? Dann hat das heißt, dass ich irgendwo mehr verbraucht habe als nur 1. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Was ist das denn? Mond. Ach ja, das ist eher was für einen Schützen. Das ist auch eher eine andere Klasse. Das ist auch... So. Das da wollte ich es aber noch ein bisschen zu high-levelig. So. Jetzt ist es Zeit, dass ich da mal fertig werde in dem Dungeon. Weil ich dann nämlich auch... Das ist natürlich blöd, da habe ich jetzt... Muss ich jetzt blöd laufen. Weil ich so doof war und mir kein Portal gestellt habe und nichts. Kann man nichts machen. Wer es nicht im Kopf hat, der hat's in der Beine. Vielleicht entdecken wir ja auch noch was Spannendes auf dem Weg zurück. Was ich übersehen habe. Mal gucken, wo es da hingeht. Ich hätte wahrscheinlich rechts rumlaufen sollen und gar nicht links rum. Na, egal. Jetzt sind wir schon da. Sah gerade so aus, als ob das ein Umweg gewesen wäre, aber es passt. Ich glaube, da liegt einer. Ja, den kann ich noch looten. Haha. Grün. Ich glaube, es kommt gar nicht mehr so viel Gelbes rum. Jetzt ist das Grüne das normale Gelbe dazwischen. Irgendwo wollte ich doch nach einem Geheimgang gucken. Oh ne, das war weiter unten. Das war ganz im Süden. Gott sei Dank sieht es auf der Karte immer weiter aus, als es nachher in Wirklichkeit ist. Manchmal denke ich, oh, jetzt muss ich so weit laufen und dann geht es doch eigentlich ganz fix. Da ging es ja irgendwo nicht wegen der Brücke, die gar keine Brücke ist oder keine mehr. Doch, da kann ich. Wir können ja mal spickeln, wo wir hier rauskämen. Oh, sogar bei einer Quest. Okay, beim unteren Teil. Den wir aber heute nicht mehr erkunden. Wir machen noch hier dieses Gewölbe fertig. Und ich glaube, dann reicht's mal für heute. Haben wir ganz schön was geschafft. So, hier habe ich überlegt, ach, das ist nur so ein Becken. Das war das, wo ich gedacht habe, da könnte noch irgendwas Geheimes sein. Aber nein, das ist nur dieses Teil hier, wo man eh nicht hinkommt. Ich muss hier noch gucken, ob man da was sieht.
Hä, das war doch jetzt grün beim Rausfliegen, oder habe ich gerade einen Knick in der Linse gehabt? Wahrscheinlich. Ich gucke gerade die Wände noch genau an, ob da irgendwas Auffälliges ist. Da ist er gleich dahinter, Evas. Aber Harpien haben wir noch keine getroffen. Die kommen bestimmt noch. Ach, hier ist ja die Brücke. Gar nicht oben. Tipptapp, tipptapp. Soll ich noch einen Tapsen dazu machen? Da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. Hat er überhaupt vorhin noch gelebt? Im Kampf gegen den Boss? So, jetzt machen wir mal zur Sicherheit ein Portal. Muss eigentlich nochmal passieren. Ach, was ist denn das? Das ist ein total fieser Dot hier. Skelettritter. Jetzt hat er uns entdeckt, der Boss. Ach, ein Todesbolzenschütze. Aber der war schnell platt. Ich glaube, der hat irgendwie so ein Gift oder sowas. Das mich reinzockt. Diese Eisviecher da, oder... ja. Jo. Rache. Jetzt hieß es ja, dass der Geist von dem Auftraggeber am Eingang stehen wird und die Quest quasi bei ihm einlösen kann. Können. Aber natürlich tun wir hier noch fertig erkunden. Da ist was. Etwas Ton, endlich. Hast du bis jetzt ohne Ton geguckt? Oder es zumindest laufen lassen? Schatzfund. Diese Truhe ist mit schweren Ketten verschlossen. Es wird ein Stück Dynamit benötigt, um sie aufzubrechen und an den Reichtum darin zu gelangen. Natürlich machen wir auf. Wusch. Das ist viel, viel, viel Geld. Ja, okay. Und sonst gibt's hier, glaub, nichts. Das war jetzt übrigens auch geheim. Eine Art Geheimtür. Wobei das ja jetzt nicht sehr geheim war, weil hier ist ja eigentlich alles offen. Oder habe ich da aus Versehen... Nö, das ist ein richtiger Durchgang. Nichts special. Aber ich habe doch was Blaues aufgesammelt. Oh. Blutschnittermantel. Ruhm des Blutschnitters. Rüstung und Waffen, die nur die blutrünstigsten Assassinen von Kern verwenden. Schattenklinge und so. Oh, okay. Für einen Schleicher.
So, wieder ein bisschen Tetris spielen. So. Mal gespannt, wann wir hier durch sind. Mehr oder weniger. Ach, hier habe ich ja die Stats von meinem Pet. Das sehe ich jetzt erst. Kann ich ja sehen, wie Leben oder Tod noch in ihm steckt. Wo bin ich hier? Ein riesen Leichenhaufen. Da kommen sie natürlich alle raus und ich stehe mittendrin. Da freut sich mein Schwarm. Skelettritter, die ja so gemein und böse sind. Dabei. Oh nein, und da gibt es nochmal einen Ruineneingang. Okay. Ist das vielleicht da, wo ich die Quest dann abgeben kann? Also mein Pet ist bald platt. Beziehungsweise nur noch halb voll Leben. Aber schlägt sich gut, finde ich. Dafür, dass jetzt wirklich gerade so Massen auf uns eingestürzt sind. Da ist wieder kaputt. Jo, dann haben wir hier ja auch schon alles. Das ist der Hammer. Und sonst sieht es relativ unauffällig aus. Gucken wir mal, wo es da hingeht. Oh nein, in die nächste Tomb. Ich dachte, ich komme jetzt raus. Vielleicht ist es ja nur ein kurzes Gangstück. Ganz bestimmt. Ein Fallgitter. Eine Riesenstatue. Wer zündet denn hier die Lichtlein an, wenn hier nur Tote herumkräuchen und fleuchen? Auch hier überall immer so schön Lichtchen an. Boah, die Riesenköpfe. Oh oh, da kommt ja nochmal. Ach, der Kill rein. Aber den hatte ich jetzt nicht als Auftrag zum Töten, oder? Was hat der für ein Level? 32? Okay. Was macht der da für eine Suppe? Okay. Erstmal mein Pet wieder. Sammeln hier die Sachen ein. Eigentlich könnte man ja auch hier ein Portal aufmachen. Ich loote schon mal. Ich hole mir schon mal die Belohnung ab. So, und jetzt mal hier so ein bisschen was auf den drauf, damit er auch nicht untätig. Also diese Pfütze, die der da macht. Warum sind die alle so hoch? Damit sie gefährlicher aussehen. Naja. Ich sollte natürlich nicht drin stehen bleiben. I can't do that yet. Noch nicht, aber jetzt. So, bitteschön. Tschüss. Kilrians zerbrochene Seele. Da lebt noch was, was mich jetzt einfach so nebenher killt.
Und jetzt gucken wir mal. Ah, okay, ein Buch. Vernichtender Wille. Wenn es keine Offhand wäre, wäre es sogar vielleicht ein bisschen was für mich. Und da war doch noch irgendwas Cooles hier. Unheilige Inschrift. Wie war das mit der Seele? Ich sehe gerade irgendwie gar nichts. Wo das hingeflupft ist. Ach, hier. Die verdorbene Seele von Kilrian im Schrecken der Akovian Anders City. Seltene Teilkomponente. Also ich muss den viermal töten, um sie ganz zu machen. Eins von vier. Und dann kann ich mir das auch irgendwo auf die Rüstung kleben. Zumindest verstehe ich das jetzt erstmal so. Gut. Dann haben wir doch da unten auch aufgeräumt. Oh, da ist noch ein Schrein. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Was muss ich denn da? Ah, Froststahl opfern. Das machen wir doch gern. Aber jetzt muss ich mir wieder überlegen, was ich als nächstes skille. Was haben wir denn da noch? Das wäre Bonus für alle Kreaturen. Plus 8% Leben. Das ist natürlich super, wenn man Kreaturen hat. Waffe des Leben. Resi. Leben, Verteidigung. Und Ruf des Hirten, rufe deine Diener herbei, um sich dir im Kampf anzuschließen. Bonus für Kreaturen. Das ist natürlich eigentlich sehr cool, gerade wenn man Kreaturen hat. Was aber noch? Das ist mehr so Verteidigung, Tanky-Tanky-Sachen, Rüstung. Zargos Hammer. Da haben wir nochmal so einen Vogel. Der geht sogar. Der braucht nur 3. Angriff, Crit. Und Bonus für auch wieder Bonus für alle Kreaturen. Also das könnte man sich auch mal überlegen. Jaraton, auch Bonus für alle Kreaturen. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt machen wir erstmal den Stab. So. Was ist das denn? Nicht ersichtlich. Also hier geht es jetzt nicht mehr rum, aber da. Oder sind wir da reingekommen? Doch. Ach, jetzt sind wir hier. Da, wo es eingestürzt war. Eine One-Way-Passage. Da hinten sieht man es ein bisschen leuchten, aber hier kommt man nicht durch. Gerade hat es da ein bisschen geleuchtet, aber... Okay, nur eine Richtung, aber das ist nicht schlimm. Weil wir ja endlich mal hier raus wollen aus diesem Gemäuer. Wir müssen jetzt hier hin. Galoppel. Na, das war falsch. Wir müssen weiter runter. Ja. Bin ich vorhin schon mal falsch gelaufen. Und jetzt schon wieder. Gibt immer wieder was, was man noch zerdengeln kann. So, steht der Geist jetzt hier? Das ist nämlich ein anderer Geist. Sprich mit Calderus draußen bei den Stufen der Folter. Ist natürlich die Frage, wo sind die Stufen der Folter? Muss man noch finden. Aber mit dieser Dame, Minova, können wir noch sprechen.
ist ein Kerl. Oder eine Dame mit sehr tiefer Stimme. Bitte steck deine Waffen weg, Sterbliche. Bitte hör mir nur zu. Was braucht ihr? Vor langer Zeit begingen meine Leute einen großen Fehler und jetzt büßen wir uns für unsere Selbstüberschätzung und sind ewig an dieses Land gebunden. Aber unsere Kinder verdienen das Schicksal nicht, das durch unseren Fluch auf ihnen liegt. Meine Tochter Lutra lauert jetzt als abscheuliche Harpie in den Broken Hills. Sie leidet für die Sünden im Körper eines Monsters. Sie ist verbittert, verrückt und hat nie die Liebe einer Mutter erfahren. Bitte, Sterbliche, finde meine Tochter. Erlöse sie mit einem schnellen und gnädigen Ende von ihrer Qual. Wenn du das für mich tust, gebe ich gerne etwas von meiner Essenz, um deine zu stärken. Das werden wir doch tun. Jetzt werde ich nur noch ein Portal suchen. Da sieht man ja hier auch schon eins. Damit ich nachher nicht nochmal durch das Gemäuer muss. So. Da sind wir schon. Und jetzt sind wir nämlich hier. Genau. Und wir kehren an unseren Ausgangspunkt zurück. Und da werden wir... Ach, wir könnten mal gucken, weil wir haben doch wieder jemanden hierher geleitet. Ob die da sind? Oder sind das hier unten die... Ja, Helen Fletcher, genau. Jetzt gucken wir gerade mal, was die sagen. Weil beim nächsten Mal weiß ich das nämlich nimmer. Danke, dass du uns aufgenommen hast. Dieser Ort, er ist erstaunlich. Na, was ist mit euch und Julius passiert? Ich war eine Begleiterin in Burridge unten beim Lustymare in der Nähe der Docks. Sieh mich nicht so an, es war ein angesehenes Etablissement. Offen gesagt hat mir das Arbeiten dort mein Leben gerettet. Du kannst immer auf ein paar eifrige Männer zählen, die ein hilfloses Mädchen verteidigen. Keine Ahnung, ob einer von ihnen den Angriff überlebt hat, ich habe nicht nachgesehen. Ich habe Burridge so schnell verlassen, wie ich konnte. Natürlich war das dumm. Ich war noch keine Meile weit aus Burridge draußen, schon war ich von einer Bande von Grovels umzingelt. Julius hat mich damals gerettet. Um ehrlich zu sein, habe ich diesen Mann ausgenutzt. In jener Nacht habe ich ihm etwas vorgemacht und seitdem hänge ich an ihm, um zu überleben. Aber er ist gut zu mir und ich will mich ihm gegenüber anständig verhalten. Dieser kleine Plan am Straßenrand war meine Idee. Ich war nicht stolz darauf, ehrliche Seelen zu betrügen, damit wir überleben konnten, aber die Alternative war, zu den Banditen zu gehen. Julius ist kein abgebrühter Krimineller und ich will nicht wissen, was die Frauen antun. Unsere Chance, dich mit uns zu treffen, war das Beste, was uns seit Monaten passiert ist. Nochmals vielen Dank. Ihr könnt euch hier einen ehrlichen Lebensunterhalt verdienen. Leistet einfach euren Beitrag. Ich kann dir gar nicht genug danken. Du hast uns vor einem Leben voller Kleinkriminalität und Erpressung verschont. Ich verspreche dir, das liegt nun alles hinter mir. Was ist mit euch und Helen passiert? Nichts, worauf ich stolz bin. Vor dem Grimdorn war ich nur ein heimatloser Taschendieb, der mit den paar Münzen gebettelt hat, die ich von den Wohlhabenderen bestohlen hatte. Das hat sich natürlich alles geändert, als die Welt den Bach runterging. Ich habe einen Mann wegen Brot und Vorräten getötet. Bin in jener Nacht aus Burridge geflohen, aber was davon noch übrig war, draußen im Whitemire traf ich Helen. Sie wurde von ein paar Grovels belästigt. Es waren nicht viele von ihnen, also wurde ich mutig. Letztendlich erschreckte ich sie, indem ich Sumpfgas anzündete. Helen und ich sind seitdem zusammengeblieben. Vor einem Monat fingen wir mit diesem Scherz an, als uns klar wurde, dass wir es keinesfalls aushalten konnten, einfach nur in der Wildnis herumzuirren. Mit unserem kleinen Plan tricksten wir ein paar Reisende aus und tauschten mit anderen Leuten unser Liebesgut. Klar, manchmal kam es auf die Waffen an, aber es war allemal besser, als sich mit den Banditen herumzuschlagen. Ich muss dir aber sagen, dass ich froh bin, dass wir uns damals in den Akovien Foothills geeinigt haben. Ich glaube nicht, dass wir eine Chance gegen dich hätten. Leistet hier euren Beitrag und ihr werdet immer ein Zuhause haben.